Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung im Internet. Es mag banal klingen, aber es ist, wie es ist. Der Mensch verändert sich im Laufe seiner Jahre. Das gilt auch für Männer, das gilt für den männlichen Unterleib und das gilt zum Beispiel für die Prostatadrüse. Man sagt, rund 2/3 der Männer über 65 haben mit einer vergrößerten Prostata zu tun. Das mag für sich genommen nicht schlimm sein, aber es kann Beschwerden verursachen und über die wollen wir heute sprechen. Bei mir ist Professor Dr. Andreas Groß. Er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Danke. Sagen Sie uns, mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu Ihnen? Zunächst sei gesagt, dass die Größe der Prostata nicht mit den Beschwerden einhergeht. Es gibt Patienten, die haben sehr kleine Drüsen und erhebliche Beschwerden und Patienten mit Riesendrüsen, die vergleichsweise wenig Beschwerden haben. Die typischen Beschwerden sind, dass der Harnstrahl schwächer wird, dass man das Gefühl hat, die Blase wird nicht ganz leer, dass man häufiger Wasser lassen muss. Und das wirklich Lästige ist, dass man auch nachts raus muss. Und zwar mehrfach raus muss. Wobei es einige Patienten gibt, die sagen, es stört mich nicht, ich kann wieder weiterschlafen. Aber es gibt auch welche, die sagen, das nervt. Und dann müssen wir zunächst einmal medikamentös aktiv werden. Was hat denn die Vergrößerung der Prostata mit dem Harndrang oder mit der Blase oder der Harnröhre zu tun? Also offen gestanden ist das noch gar nicht so ganz erklärt. Es ist allerdings so, wenn Sie sich hier die Blase vorstellen, ist da drunter sozusagen wie meine Faust die Prostata. Und durch die Prostata durch fließt der Urin. Die Prostata hat eine Kapsel, die ist relativ fest. Und da die Prostata immer wächst, mal schneller, mal langsamer, immer wächst, wächst sie aber nicht nach außen, weil diese Kapsel das hält, sondern sie wächst nach innen und drückt dann die Harnröhre, die durch die Prostata läuft, zu. Dadurch ist der Urinstrahl schwächer. Das allein ist ja nichts Schlimmes. Aber dadurch ist dann mehr Druck notwendig, um die Blase zu entleeren. Dadurch geht die Blase kaputt im Laufe vieler Jahre. Und was ich gerade schon mal gesagt habe, die Blase wird nicht ganz entleert. Und wie untersuchen Sie jetzt, warum die Prostata wächst? Da gibt es sicherlich gutartigere, aber vielleicht auch ja Krebsvarianten. Die Krebsvariante hat in dem Thema jetzt gar nichts zu tun, denn zunächst einmal wird jeder Patient untersucht. Da gibt es den sogenannten PSA-Wert, um einen Hinweis zu bekommen, ob der Patient möglicherweise ein Prostatakarzinom haben könnte. Dieser PSA-Wert wird heute kritischer gesehen als noch vor 5 Jahren, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Wenn wir weiter davon ausgehen können, dass die Prostata gutartig ist, untersucht man mit dem Finger. Das ist das, was die Männer so ungern haben, weswegen sie so ungern zum Urologen kommen. Und dann gibt es noch eine Ultraschalluntersuchung und dann hat man eigentlich schon fast alles beieinander. Und dann wird ein Therapieplan erstellt. Die unterste Stufe der Therapie ist übrigens gar nichts machen. Vielen Männern reicht es, dass man ihnen sagt, sie sind im Lot, das ist so in ihrer Altersgruppe, dann sind sie beruhigt und sagen, gut, dann kann ich es auch ertragen. Wenn es anfängt zu stören, fängt man mit Medikamenten an. Ganz am Schluss erst kommt die Operation. Und wie viele betrifft das dann, die tatsächlich eine Operation brauchen? Das ist in Zahlen schwierig zu sagen. Der Prozentsatz, wir haben in Deutschland in wenigen Jahren 50% der Bevölkerung, die älter ist als 50 Jahre. Das heißt, die Patienten, die mit diesen Problemen kommen, wachsen uns Urologen entgegen. Wir werden mehr und mehr nicht operativ betreuen, weil wir gute Medikamente zur Hand haben. Die letztendlich operativ betreut werden müssen, sind in Deutschland nach wie vor mehrere 10.000 im Jahr. Dann lassen Sie uns erst einmal über die Medikamente sprechen. Was sind das für welche und wie wirken die? Also zunächst einmal gibt es in Deutschland, übrigens auch in Frankreich, noch eine gewisse Vorliebe für pflanzliche Medikamente. Das ist das, was so im ICE und vor den Tagesschau angeboten wird. Dazu gibt es praktisch keine Studien, die belegen, dass diese Medikamente wirken. Trotzdem liebt der deutsche Mann die und nimmt sie und auf jeden Fall richten diese Medikamente auch keinen Schaden an. Insofern kann er sie gut nehmen. Wenn er dann merkt, dass diese Medikamente gar nicht wirken, dann kommen sogenannte echte Medikamente. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass man Alpha-Rezeptoren-Blocker benutzt. Was ist das denn? Das sind Medikamente, die die Prostata dort, wo der Urin eindringt, hier oben an diesem Teil, der der Blase zugewandt ist, etwas weicher machen, sodass der Eingang und damit hoffentlich auch der Durchgang durch die Prostata weicher wird. Diese Medikamente gibt es schon seit knapp 20 Jahren. Die werden ziemlich gut vertragen.
Man kann sie auch langjährig nehmen. Wenn diese Medikamente nicht mehr wirken, gibt es noch ein zweites Medikament, was die Prostata, die innere Struktur der Prostata verändert. Man hofft, dass die Prostata dadurch ein bisschen kleiner wird. Das sind sogenannte 5-Alpha-Rezeptoren-Blocker. Sie merken, dass ich selbst als Arzt das Wort kaum rauskriege. Ja. Wir dürfen dem Patienten nicht zumuten, dass er das auswendig lernt. Also es gibt zwei Medikamente, die kann man auch kombinieren. Und wenn dann der Patient immer noch nicht glücklich ist, dann kann man eigentlich nur noch über eine OP reden. Ja, bleiben wir nochmal bei den Medikamenten, weil ja viele Menschen doch eine Operation erst einmal scheuen. Zu Recht. Diese Medikamente, wie lange werden die dann ausprobiert, bevor man über eine OP nachdenkt? Es gibt Patienten, die sagen nach einem Monat, ich vertrage die Medikamente nicht oder es stört mich oder ich habe keine Lust, jeden Tag ein Medikament zu nehmen. Aber ich fordere eigentlich von den Patienten, die ich operiere, immer ein, dass sie es wenigstens probiert haben, dass man nicht gleich drauf losoperiert. Und die Patienten sind auch eigentlich ganz glücklich, wenn sie sagen, ich habe alles probiert. Ich habe umgekehrt Patienten, die seit 20 Jahren diese Alpha-Rezeptoren-Blocker nehmen und damit ganz gut zurechtkommen. Mhm. Gut. Aber die anderen vielleicht nicht. Dann lassen Sie uns über die Operation sprechen. Welche Möglichkeiten haben Sie da? Also es gibt ein breites Spektrum der Operationen. Ich will mal damit anfangen, was mittlerweile völlig obsolet ist. Ich bin ganz erstaunt, dass es in einigen deutschen Kliniken dennoch angeboten wird, ist die offene Prostata-Operation. Bei der gutartigen Prostata. Wir reden ja von der gutartigen Prostata. Da hat man den Bauch aufgeschnitten und die Blase aufgeschnitten und hat dann die Prostata rausgepult, anders kann ich das gar nicht sagen. Hm. Eine blutreiche Veranstaltung mit einem längeren Krankenhausaufenthalt, das ist heute völlig obsolet. Heute werden eigentlich sage ich, weil es in der Medizin nie 100% gibt, eigentlich alle Prostata-Operationen durch die Harnröhre gemacht. Da gibt es ein sehr klassisches Verfahren, die sogenannte Schlinge, die elektrische Schlinge, die allerdings immer mehr verdrängt wird durch sogenannte Entkernungsverfahren, Enukleation nennen wir das in der Medizin. Da wird die Prostata aus ihrer Kapsel gelöst und die ganze Prostata wird in die Blase abgeworfen. Und dann hat man so eine Art Pürierstab, will ich das jetzt mal umschreiben, dass die Prostata dann verkleinert, gehäckselt wird und entfernt wird. Und dieses Material kann der Pathologe immer noch untersuchen und kann dann sagen, ja, es ist in der Tat alles gutartig. Ja. Oder in 5% der Patienten, in 4, irgendwas Prozent der Patienten, müssen wir dann doch feststellen, dass es bösartig war. Aber so wie Sie das jetzt im Moment beschreiben, hätte ich als Patient keine Lust, mich unter das Messer zu legen. Dann haben Sie eben nicht richtig zugehört, das Messer ist obsolet. Ja, das stimmt. Womit schälen Sie denn den Körper sozusagen aus der Schale heraus? Das modernste und blutarmste Verfahren sind Laserverfahren. Hier gibt es zwei sehr gute Laser, die empfohlen werden. Das ist der sogenannte Thulium-Laser oder Holmium-Laser. Der Patient wird den Unterschied kaum merken. Es gibt noch einen dritten, der mit sehr viel Werbung verbreitet wird, aber dessen technischen Fähigkeiten sehr begrenzt sind und die Ergebnisse nicht so gut sind. Das ist der sogenannte Greenlight-Laser. Der wird, wie ich meine, in den nächsten Jahren vom Markt wieder verschwinden. Und wie funktioniert das dann mit dem Laser genau? Der Laser ist natürlich ein sehr kompliziertes technisches Instrument. Viele Urologen und viele Ärzte, die Laser benutzen, Augenärzte benutzen das ja auch, Hautärzte und so weiter, verstehen eigentlich gar nichts von Laserphysik und benutzen ihn trotzdem. Man muss nur wissen, was der Laser dann macht. Der Laser schneidet fast so scharf wie ein Skalpell. Er hat eine Eindringtiefe ins Gewebe, je nach seiner Wellenlänge. Unsere Laser, die wir hier benutzen, haben eine Eindringtiefe von 200 μ. Das ist nichts. Ja, das heißt, wir schädigen das Gewebe nur dort, wo wir es sehen. Und jenseits dieser 200 μ ist das Gewebe noch völlig intakt. Das ist das Sensationelle an dem Laser. Wir können auf den Millimeter genau schneiden. Und die Laserverfahren sind deutlich blutarmer als jede andere Operationstechnik im Bereich der Prostata. Wie sehen Sie denn, was Sie tun? Wir haben gute Optiken. Man geht in dem klassischen Verfahren mit einem Zystoskop, also einem Blasenspiegelinstrument, durch die Harnröhre, durch die prostatische Harnröhre in die Blase. Da setzen wir eine Kamera drauf und sehen an einem Bildschirm über uns dann genau, was los ist. Patienten, die keine Vollnarkose wollen und nur eine Rückenmarknarkose haben, die kriegen einen eigenen Bildschirm und dürfen mit zugucken. Das wollen aber gar nicht so sehr viele. Erstaunlich, erstaunlich. Wie lange dauert denn die Operation?
Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und ich weiche der Antwort immer aus. Bei einer Operation geht es nicht um schnell, sondern bei einer Operation geht es um gut. Und wenn man etwas mehr Zeit braucht, soll man sich die nehmen. Aber in der großen Zahl der Patienten, die wir so operieren, das sind ungefähr 400 bis 500 im Jahr, brauchen wir ungefähr eine Stunde, dann sind wir komplett fertig. Also auch mit der Entfernung der abgeworfenen Drüse aus der Blase. Was Sie daran ja so stark favorisieren gegenüber den Behandlungsmethoden früher, ist ja, dass das Ganze so blutarm funktioniert. Mhm. Was heißt denn das für Ihre Patienten? Das ist eine gute Frage, denn die Patienten, die wir operieren, sind ja so 70 umspielt. Der 70-Jährige heute fühlt sich nicht alt, zu Recht, aber wenn der einen halben Liter Blut verliert, merkt man doch, dass er eben nicht mehr 30 ist. Und wenn er aber bei der Operation praktisch kein Blut verliert, sitzt er nachmittags genauso munter wie vor der OP in seinem Bett und sagt, war's das eigentlich schon? Das heißt, der unmittelbar postoperative Verlauf ist dramatisch besser, wenn der Patient kein Blut verliert. Ja, das heißt auch, dass man Patient sein kann für diese Methode, wenn man zum Beispiel Gerinnungshemmer nimmt? Das ist eine gute Frage auch. Der deutsche Mann nimmt ja nicht nur ein Prostatamittel zum Frühstück, sondern auch eine Aspirin, weil er denkt, dass er dann keinen Herzinfarkt kriegt. Und flächendeckend werden Blutverdünner genommen, Marcumar, Clopidogrel und wie sie alle heißen. Wir haben eine große Studie zusammen gemacht mit den Kollegen aus der MHH in Hannover und haben gezeigt, dass wir die Patienten genauso gut unter Blutverdünnern operieren können. Es gibt ein etwas erhöhtes Risiko, dass diese Gruppe nach 3 Wochen interessanterweise eine Nachblutung entwickelt. Aber wenn man den Patienten da sagt und die in der 3. Woche noch vorsichtiger sind als die anderen, kommt man da sauber durch. Eine andere Klientel übrigens, die wir deswegen sehr gut bedienen können, sind Zeugen Jehovas, die ja keine Blutkonserven haben dürfen und die von überregional deswegen sich von uns operieren lassen, weil wir zusagen können, dass wir hier wahrscheinlich keinen Blutverlust haben. Ja, das ist noch eine spezielle Besonderheit. Aber wenn wir jetzt noch mal kommen auf die 70-Jährigen, die zu Ihnen kommen, die haben sicherlich auch Angst davor, dass danach nicht mehr alles so geht, wie sie sich das vorgestellt haben. Wie ist es denn damit? Was kann schiefgehen? Oh Gott, in der Medizin kann natürlich immer alles schiefgehen, wobei die Risiken dieser Operation dramatisch besser sind als in den Vorläuferoperationen mit der elektrischen Schlinge. Und nochmal, man darf es nicht verwechseln mit einer Prostatakrebsoperation. Die Prostatakrebsoperation ist häufig vergesellschaftet mit Impotenz hinterher. Das ist in dieser Operation überhaupt kein Thema, weil wir gar nicht an die Nerven kommen. Die sind jenseits der Kapsel der Prostata und liegen also außerhalb unseres Operationsgebietes. Deswegen ist da keine Gefahr. Wenn ich da gerade unterbrechen darf, Impotenz heißt ja einerseits Erektion, andererseits Ejakulation. Gibt es da einen Unterschied in den Risiken? Eindeutig gibt es das, den Unterschied. Die Erektion ist überhaupt nicht gefährdet, wie ich gerade gesagt habe. Die Ejakulation in der Tat schon, weil die klitzekleinen Muskelchen, die im Bereich der prostatischen Harnröhre für die Ejakulation verantwortlich sind, die werden bei jeder Prostataoperation zerstört. Wir haben eine Technik entwickelt, wie wir diese kleinen Muskeln bewahren können für Männer, die noch Kinder zeugen wollen. Die gibt es ja in jeder Altersgruppe und da müssen wir so ein bisschen, wie ich meine, mogeln, um diese Muskeln zu bewahren, weil man dann die Prostata nicht komplett blank putzt, so wie wir das eigentlich gerne haben, wie das so unser ästhetischer Anspruch ist. Aber diese Männer nehmen das gerne in Kauf, weil sie sagen, Hauptsache, ich kann noch ejakulieren und kann möglicherweise doch noch ein Kind zeugen. Und das andere, was Sie, glaube ich, eben auch schon angesprochen hatten, war Inkontinenz. Inkontinenz geistert natürlich durch alle Gespräche, weil die klassischen Operationen, die alten Operationen, in immerhin 5%, das ist einer von 20 Patienten, hinterher Kontinenzprobleme hatten. Der Schließmuskel war verletzt und man tropfte aus. Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Wir haben über 1000 Patienten von uns selbst nach untersucht und liegen im Bereich von 2 Promille. Also wir haben das um eine Zehnerpotenz verbessert. Was will ich damit sagen? Wir können es nicht versprechen. Aber es geht so Richtung Versprechen, wenn es nur 2 von 1000 sind. Da haben wir uns doch dramatisch verbessert. Dann noch in einem Satz, wie schnell ist der Patient wieder fit?
Also aus dem Krankenhaus geht er bei uns nach 48 Stunden. Allerdings hat er dann eine Wunde in einer sehr unleidlichen Stelle des Körpers, die muss heilen. Es gibt Patienten, die brauchen da 2 Wochen. Es gibt Patienten, die sagen, es hat 6 Wochen gedauert. Aber das ist so die Größenordnung. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Groß. Ich bedanke mich. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und klicken nächste Woche wieder rein auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Tschüss.